Hey da draußen, was geht ab? Ich bin's, Martin, und heute geht's um die Frage von Anke. Anke ist eine Leserin unseres Newsletters, und zwar genau genommen des Sex-Newsletters, wo wir eine ganze Menge Ratschläge geben, was man im Bett alles Tolles machen kann, dass der Sex eben noch toller wird. Und sie hat gefragt, das ist ja ein Newsletter, der sich eigentlich an Männer richtet, und sie als Frau möchte ganz gerne wissen, so, hey, tolle Tipps, Martin. Aber wo bleibt denn da der Mann? Bleibt er da nicht ein bisschen auf der Strecke? Weil viele Tipps sind so, hey, so kannst du sie Fingern lecken etc. pp. Was kann ich denn als Frau machen, um dass es dem Mann besonders gut gefällt? Danke, Anke, für diese wunderschöne Frage. Ich hoffe, dass die Männer da draußen, die sich diese Videos anschauen und die auch unseren Newsletter zum Beispiel folgen, dass die ein etwas anderes Bild haben. Ich versuche eigentlich in jedem der Videos die Botschaft zu transportieren, denke darüber nach, was du auch selber willst, was dir selber gefällt. Ja, eben nicht zum Sklaven der weiblichen Lust zu werden, so wie es in vielen Pornos zum Beispiel propagiert wird, etc. pp. Nichtsdestotrotz, also mal so kurz von unserem, wie wir das Ganze überhaupt handhaben, der Sven und ich, geht es ja schon darum, wenn jetzt jemand wissen will, hey, wie kann ich eine Frau toller lecken, dann gebe ich ihm natürlich ein paar Tipps an die Hand, ein paar Tricks an die Hand, wie er besser lecken kann oder was ein Leckerlebnis zum Beispiel zu einem besonders schönen Leckerlebnis macht. Aber insgesamt geht es bei all den Dingen immer darum, für sich selber auch herauszufinden, was möchte ich. Ja, und das ist ein Riesenfeld, das kann man nicht in einem Video abhandeln, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Ja, du wirst immer wieder in deinem Leben feststellen, was dir besser gefällt und was nicht. Aber jetzt eben mal von dir, Anke, die Frage, wie kann ich es dem Mann besonders gut besorgen? Ja, auch da kann ich natürlich nicht die pauschale Antwort geben im Sinne von, also einmal am Hals lecken und dann zweimal an der Brust zwirbeln und schon dreht er durch. Das funktioniert natürlich nicht. Jedermann ist da ein bisschen anders. Aber was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, und darauf würde ich ein bisschen eingehen, ist, wenn ich das Gefühl von der Frau bekomme, dass ich jemand Tolles bin. Dass ich Bestätigung bekomme. Ja, das ist schon mal was mir sehr, sehr gut gefällt. Bestätigung zu erhalten. Hey, du bist, boah, geil. Ja, und zwar wirklich auch, das darf gerne auch vulgär sein, wir reden ja jetzt von Sachen, die im Bett vor allem passieren, beziehungsweise in der Sexualität passieren, das darf gerne vulgär sein, das darf schmutzig sein, ja, dass sie gewisse Dinge auch wirklich an mir lobpreist, ja, sei es irgendwie, boah, geile Augen, geiles Gesicht, boah, hast du geile Lippen, hast du einen geilen Schwanz, hast du einen geilen Arsch, all diese Sachen verbalisieren. Das gibt mir Sicherheit, da fühle ich mich toll, das bestätigt mich in meiner Sexualität. Das bestätigt mich auch darin, mehr loszulassen. Und darum soll es ja gehen, ums Thema Loslassen. Ja, auch einfordern ist ein falsches Wort dafür, aber eben das Ganze ist, Sexualität ist ja auch ein Spiel. Das ist ja ein Hin- und Herwerfen von Bällen, das ist was aufnehmen, was auffangen, mal auch in die Führung gehen, dann wieder die Führung loslassen etc. pp. Und ich persönlich mag es eben auch, wenn eine Frau dazu steht. Wenn sie dazu steht, zu ihrer inneren Lust, wenn sie nicht so, oh, ich bin passiv, und dann liegt sie da wie ein toter Fisch. Damit kann ich, ehrlich gesagt, nicht viel anfangen. Sondern ich mag auch temperamentvolle Frauen, ich mag das einfach, wenn die sich was nehmen, wenn die ja zu ihrer Lust sagen, wenn sie sagen so, komm, fick mich jetzt von hinten, oh, ich will es jetzt haben von hinten, es fühlt sich gut an. Oder guck mir in die Augen, ja. Mir vielleicht auch mal so einen kleinen Klaps ins Gesicht geben, mir auf den Hintern hauen, ja. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Jetzt soll ich mal überlegen, also das sind grundlegende Dinge, wo ich merke, die tören mich in der Sexualität besonders an. Dann gibt es natürlich, aber das wäre jetzt zu allgemein gesagt, so hey, wie kannst du ihr in einem blasen, wie kannst du ihn lecken, und also das ganze Zeug, darauf will ich mich nicht so einlassen, weil das findest du in ganz vielen Büchern beschrieben, und das ist vor allem etwas, das musst du herausfinden. Was ich jedoch merke, und da kommen wir wieder auf das eigentliche Thema, wir Kerle sind meistens, die meisten Kerle sind zumindest total davon angetrieben und angetörnt davon zu sehen, wenn es ihr Spaß macht. Genauso auch umgekehrt, wie du es geil findest, wenn er dir zeigt, dass er Spaß hat. Ne? Also zeig ihm, dass es dir geil ist. Es geht wieder darum, dass du dich einfach zeigst in dem, was da ist. Ja, zeig ihm deine Lust, zeig ihm deine Geilheit, bestätige ihn in der Qualität des Mannseins, ja. Ermutige ihm auch dazu, erzähl vielleicht vorsichtig von geheimen Fantasien. Sag ihm, ey, ich möchte gerne gewürgt werden oder ich möchte gerne dich würgen. Oder ja, das kann ja ruhig auch in diese Richtung gehen. Erzählt euch das, seid damit offen und ehrlich und seid damit vor allem im Kontakt und sagt ja zur Lust. Sag ganz stark ja zur Lust. Das ist was, wo ich merke, zumindest bei mir in meinem Leben, das macht Sex zu wirklich besonderem Sex.
Wenn ich merke, da ist jemand verklemmt, da ist jemand zurückhaltend, da hat jemand Angst, seine eigene Lust darzustellen, dann geht auch meine Lust zurück. Ja. Und da übernimmt jeder für sich die Verantwortung. Wie viel Lust zeige ich? Ja, und ich bin da schon gerne einer, ich zeige das sehr expressiv, was ich geil finde. Ich sage das, ich mache das einfach. Und wenn ich aber merke, von der Gegenseite kommt nicht viel, dann wird es sehr verhalten bei mir. Und das ist das, was ich in Anführungsstrichen, was ich dir raten würde. Mal abgesehen von irgendwelchen Tipps und Tricks, und die kannst du in ganz vielen Büchern nachlesen, sind auch super gut, diese Bücher, dass sich damit mal zu beschäftigen, der Anatomie des Mannes, was turnt den Mann an, etc. pp. Aber das würde ich auch ein Stück weit dem Mann überlassen, ihm zu sagen, was ihm gefällt. So, du kannst, ne, einfach mal nachfragen, so, oh, was findest du besonders geil, wenn ich dir einen lutsche? Was findest du besonders geil daran? Was turnt dich am meisten an? Stehst du darauf, an den Nippeln geleckt zu werden? Und so weiter und so fort. Frag doch einfach mal nach. Ja? Aber überfrag's nicht. Das Ganze soll keine Akademiestunde werden, sondern das Ganze ist Sex. Das basiert auf Leidenschaft, das basiert auf Spiel, auf Spaß, auf Bälle hin und her werfen, etc. pp. Das passiert im Moment der Begegnung, in der Ekstase der Begegnung. Und diese Ekstase wird umso größer, je mehr wir loslassen, je mehr wir trauen, uns selber so darzustellen, wie wir sind. Ja. Und das, wenn du als Frau fragst, wie kann ich da Verantwortung übernehmen, dann fängst du genau damit an. Ja, sage ja zu deiner inneren Lustgöttin und zeig sie ihm. Sag ihm, was du geil findest. Zeige ihm, wenn du etwas geil findest, durch lautes Stöhnen, indem du seinen Namen sagst. Bestätige ihn da als Mann. Bestätige die Dinge, die du geil findest. Die meisten, ich kenne ehrlich gesagt keinen Mann, der es nicht geil findet, Komplimente für seinen Schwanz zu bekommen. So, boah, geil, oh Gott, ist das sexy. Gott, fick mich härter mit deinem geilen Schwanz durch. Ja, sowas zu sagen, da drehen die meisten Kerle ehrlich gesagt durch. Es darf da ruhig vulgär sein. Also ihn einfach bestätigen in der Sexualität. Und vor allem aber dich selber darstellen in deiner Sexualität. Das sind in meinen Augen Basisdinge, die zumindest für mich unglaublich viel Geilheit, unglaublich viel Lust und Befriedigung hervorrufen. Und alles darauf am Top, verschiedene Techniken, verschiedene Tricks, ja, und so weiter und so fort. Supergeil, supergeil. Ausprobieren, alles ausprobieren. Wäre jetzt zu viel in einem Video. Darum geht es dann mehr in unseren Sexkursen, die wir gerade entwerfen. Ja, das ist alles für mich on top. Die Basis ist die Leidenschaft, die Expression deiner eigenen Geilheit. Ja. Und so übernimmst du in meinen Augen, Anke, Verantwortung dafür, dass er auch richtig Spaß haben wird. Weil wir Kerle, die meisten Kerle stehen tierisch darauf, mitzubekommen, dass die Frau Spaß hat. Genauso wie du es ja geil findest, mitzubekommen, wenn er Spaß hat. Da würde ich anfangen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn ja, lass mir doch einen Daumen hoch da. Das freut mich sehr. Wenn nicht, Daumen runter, schreib mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat, warum du das Ganze anders siehst. Wenn du generell Fragen hast, hau sie in die Kommentare rein. Ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Entweder in Schreibform oder eben als Video. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.